Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Never Alone. Ja, oh, sie knuddelt einmal mit dem Fuchs. Und wir hören uns jetzt wieder einige Geschichten an. Oh, so, drei, vier Stück, drei Stück habe ich gesagt. Ziele hat eine Seele da. Der Weg der Fallensteller. Dort waren wir stehen geblieben. In the winter, when we were traveling, we didn't build sod houses, we built snow houses. In Canada, they call them igloo, but here in Alaska, we call them apuyak. We'd do a day of travel, and then we'd make an apuyak. The next day, my father would set traps, spend the day there, rest the dogs, give them something to eat, and then the following day, we continue to the next place. We'd go to my dad's sister, who had a house at Dubark. They had a small sod house over there. We didn't have to do anything. We just visit with them, and my dad and his sister were glad to see each other, and they'd talk away whilst kids played outside or go to sleep. By the time we get back to our home, my father would leave us with our aunt or with my grandmother. And then he'd start on his trips and go check his trap line. We were not into 8-to-5 kind of time, you know. We're in a totally different kind. We're in ecological time. Der Herzschlag der Gemeinschaft. Drum is something that's common to all cultures in Alaska. All cultures have a drum that may have some stylistic differences or differences in the materials that's made, but it's still a recognition of life and vitality. And the drum mirrors the heartbeat. And when you continue drumming soon, it will be in line with your heartbeat, because that's what it's supposed to be, the heartbeat of the community, and it symbolizes vitality. And it's the most tremendous feeling to be in a room and to have one long row of all the drummers and to have that feeling of unity, everyone beating in harmony, the drum beat in unison. It's the most beautiful feeling. And to know that you're connected, you're on the land that you are connected to. And even if you grew up outside of the community, that which is in you comes from this area. And it's the greatest feeling. Das kleine Volk. They're just like other people. They just happen to be very small and extremely strong. These are stories that are common throughout Alaska. It's normally that people are in a size from your elbow to the tips of your fingers, and they possess superhuman strength. So they may be tiny, but they can carry a whole caribou. And if you go up north and you talk to a number of the people in the community, they'll talk about having seen the little people. There's a place at home that we know, but we don't profess it to anybody. But it's not like the boogeyman. They can be mischievous, they can be ornery, or they can be helpers. And every now and then, we might have the opportunity to see them, especially if they want us to see them. The fact that it's across Alaska really tells you something about our history and how we interacted with nature around us. Weiter geht's. Nein. Ticket
So, nun? Ja, das habe ich schon verstanden mit dem Fuchs. Sie stand zu nah da dran. Ich habe mich bewegt. Pack, 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 pack. Dass ich mit dem Fuchs dahin muss, das weiß ich. Aber dann... Und dann? Ach, und jetzt sie, genau. Oh oh. Oh, Holla, ich bin mit dem Fuchs hingefallen. Er wird gleich sauer. Nein! Fuck. Aber ich habe das Prinzip verstanden. Da wäre jetzt dumm. Wie soll ich das denn regeln? Dabra an der Kalorktuk. Agelan ist zurück. Hallo, Reberg, die Lager nun am Atimigene. Oh, ein Wal. Ja, sehr gut. Der Regan Nergalo immer. Was? Tarium, ich kai Kairo Sungenion, Pukdakbaum, Ara kann noch nicht Thema. Ich bin nicht Pack. Das ist von denen eine erfundene Geschichte. Kunuk Sayuka. War bei klarem Wetter ein guter Jäger. Doch der Schneesturm war einfach keine gute Zeit für die Jagd. Nach oben schwimmen? Anscheinend haben wir auch unendlich Luft, weil er sagt ja, er wundert sich, warum wir nicht ertrunken sind. Hallo. Upsala. Was ist denn auf der anderen Seite? Ich würde gerne erstmal hier gucken. Da haben wir nichts. Mhm. So. Ah. Ja, ich weiß schon, was von mir verlangt wird.
Okay, doch nicht. Ich brauche mehr Anlauf. Ach, echt jetzt? Muss ich das jetzt? Oh. Und nun? Müssen wir tauchen, oder was? Vielleicht ist ja jetzt etwas erreichbar, was vorher nicht erreichbar war. Ja. Der Fuchs kommt gerade nicht klar. Aber ich kann sie doch nicht hier komplett alleine lassen. Hochala. So, soll ich. Okay, doch nicht. Auch die beiden sind so unzertrennlich. Ja, sie hängt erstmal. Ja, komm, steig aus da. So. Bring uns nach oben, Scotty. Ich mach das so, dass erst sie springt und dann der Fuchs. Achso, tut er sowieso. Naja. Oh, was für süße Geräusche er macht. Ui, aber da. Komm noch ein bisschen weiter runter. Jawohl. Hä? Wir müssen da noch mal hin.
Uhula. Das macht so Fun, ne? Das macht so mega Fun. Bei Ori and the Blind Forest, da habe ich nur da habe ich fast die Kotzeritis gekriegt, ne? Ohne Scheiß. Uns nach oben. Aua. Aber den Stacheln wollen wir ja nicht hin, ne? Was da für Viecher kommen. Ja, aber ich komme dann ja gar nicht lang. Müssen wir vielleicht doch da runter erst? Ja, ich fand es auch schrecklich gerade. Der Fuchs muss oben sein. Oh mein Gott. Wir müssen runter. Genau. Oh, ich muss in der Mitte bleiben. Scheiße. Ah ja, oh mein Gott, das tut mir voll in den Ohren weh, ey, mit dem Fuchs. So, jetzt bin ich in der Mitte. Oh, und jetzt bringen wir sie nach oben. Wir sind ein wunderbares Team. Und nun? Und huia! Ich hab da so meine Problemchen. Ach Mädel, du sollst doch nicht mitspringen. Oh. Water. Ah, jetzt kann ein Füchschen schwimmen. Du brauchst nicht mit hinterher ins Wasser springen. Ich weiß, ihr seid unzertrennlich, aber das hätte jetzt nicht sein müssen. Komm, Nuna. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hin müssen.
habe keine Ahnung. Aber da ging es ja jetzt auch nirgendwo raus, ne? Ah. Ach, das Wasser ist im Weg. Ach nee, wie mache ich das denn jetzt? Das Wasser ist im Weg. Wie mache ich das denn jetzt? Ah, ich weiß wie. Okay. Genau. So, und das müssen wir jetzt rüberholen. Genau. Oh, mein Hund träumt. Oh Gott. Oh. Oh je. Einen Moment mal kurz. Ist gut. Entschuldigt, aber dann ich muss ihn dann einmal kurz dem einmal sagen, dass alles in Ordnung ist. Jetzt hätte ich beinahe Scheiße gebaut. Eines Tages fragte er sich, warum nur ist das Wetter eigentlich so? Ah, das Spiel muss ja echt im Hochsommer spielen. Lalala. Oh, das, die Geräusche, die er macht, so süß. Hört sich aber eher an, als wenn hier gleich alles auseinanderfällt. Ja, ich schaff das nicht, das war klar. Ich höre da schon wieder irgendwas flüstern. Okay, ich hab's aber... Ich hab den Sinn verstanden. Genau, sie fällt.
Zack. Ich glaube, wenn ich das mit jemandem zu zweit spielen müsste, würde ich die Krise kriegen. Oh, das Polarlicht. Oh, 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 oh. Zack. Hochklettern, Nuna. Ein Fuchs kommt hier unten drunter eigentlich. Ja, oder Nordlicht, da nennt man es auch. Genau. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Wir müssen jetzt unserem Freund helfen. Wow. Okay, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich muss das wohl festhalten. Jetzt müssen wir es nochmal so hochziehen. Damit wir hier so hochkommen, genau. Vielleicht erst den Fuchs springen lassen. Und dann springen wir. Jetzt bleibt ja da oben, ey, sonst krieg ich die Krise. Das haben wir geschafft. Nordlichter, oh, wunderschön. Ich hatte mal irgendwo mal wissenschaftlich gehört. Wie das entsteht, das Nordlicht. Aber ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit der Sonne. Okay, Leute. So. Ich mach wieder Ende. Sag tschüss, bis zum nächsten Mal.